Man sieht sich! Hey, schön dich zu sehen, Skylander. Wie mir scheint, bist du hier, um es richtig krachen zu lassen. Gut so. Lass uns loslegen. Ich hoffe, du bist für diesen Arena-Kampf in Bestform, denn es gibt hier nirgends einen Laden, wo man Bestformen kaufen kann. Ich weiß, was ich wert bin. Die Werte zeigen es bestimmt. Bösewichte schlagen zuerst, Rock Legal. Wie reagiert der Skylander? Moment, sag nichts. Ich will mich überraschen lassen. Ja! Wie geht's? Ich mag diese Käfer nicht, Broccoli Guy. Überhaupt. Die Skylander beginnen so langsam diesen Kampf zu dominieren. Schwer vorstellbar, dass die Bösewichte das noch bringen, aber noch kann alles passieren. Bei diesem Arena-Kampf gibt es eben keine Regeln. Da schluckt noch einer Staub und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Warum sind denn die Schafe plötzlich böse? Oder waren sie das schon immer und ich wusste es bloß nicht? Oh oh, das könnte richtig Ärger für die Skylander bedeuten. Das war bestimmt kein gutes Gefühl. Dieses Geiler bewegt sich heute so richtig ins Zeug. Oh. Kampfanflug. Wer will nochmal, hä? Okay, jetzt kann die Party richtig Stufenaufstieg. Hey! Was zum? Oh, ich verstehe. Der Skylander ist aufgestiegen. Ich hatte ganz vergessen, dass das geht. Fall auf die 12. Ist es zu fassen, dass wir selbst mal gegen die Skylander gekämpft haben, Broccoli Guy? Ja, was haben wir uns damals nur dabei gedacht? Ich meine, schau doch nur, wie irre stark die Typen sind. Cool. Okay, eins steht fest. Nach dem Happen hat der Skylander jetzt wieder den richtigen Biss. Jetzt gilt's dran zu bleiben, Sportfan. Da ist gerade ein ernstzunehmender Gegner in den Ring gestiegen. Auf Wiedersehen. Sky G-Cup bereit. Oh, einfach unglaublich. Das ist genau der Grund, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr gegen die Skylander kämpfen muss. Warum tun die Bösewichte sich das noch an und gehen nicht einfach nach Hause? Ja, sie sind bestimmt alle gemeinsam angereist. Ihre Kreise für alle zu organisieren dauert eben eine Weile. Ich glaube nicht, dass sie das organisatorisch drauf haben. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Die Fäuste fliegen. Oh, das ist toll. Oh, wow, Chill Bill, das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Die Skylander sind als hohe Favoriten in den Kampf gegangen. Und so wie es scheint, werden die Buchmacher recht behalten. Also, das zeigt mal wieder, wie leicht es ist, als Buchmacher zu arbeiten, Chill Bill. Die Leute, die sowieso alles gewinnen, als Sieger vorherzusagen, das ist nun wirklich nicht schwer. Das war's dann wohl. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Wow, wow, wow!
Oh, der Skylander mäht die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt Erntezeit oder sowas. Wir sehen uns. Wobei, wir werden ihn vermutlich gar nicht mehr sehen. Darum geht's ja hier schließlich, oder? Diese Zahlen sind bloß Zahlen. Sie drücken nicht aus, was in mir steckt. Oder im Vogel. Wird's aber langsam hitzig hier. Und ich will damit nicht sagen, dass die Klimaanlage ausgefallen ist. Kampfanflug! Aber als Kommentatoren müssen wir doch unparteiisch bleiben, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wahrscheinlich hätte ich vorher mal einen Blick in den Arbeitsvertrag werfen sollen. Oh, da sucht aber jemand wirklich einen Kampf. Ich kann es in seinen Augen sehen, Broccoli Guy. Er hat einfach diesen Blick. Da setzt jemand dem Skylander ordentlich zu. Ich bin mal gespannt, ob die Rache gleich auf dem Fuß folgt. Da hat aber jemand so richtig sein Fett weggekriegt. Okay, Chill Bill, ich setze 50 Quattnose auf den Neuling. Mal, wer da ist, Broccoli Guy. Ein brandneuer und schlagkräftiger Gegner. Bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig er wirklich ist. Und jetzt mit einem Kampfgewicht von 200 Kilo, dieser Typ. Das tatsächliche Gewicht kann abweichen. Das könnte besser laufen. Meinst du für die Stufenaufstieg? Booyah! Ich musste jetzt einfach den Skylander bejubeln, der gerade aufgestiegen ist. Während wir auf die nächste Runde warten, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Na, halt, nein, anscheinend geht es schon weit. Und noch ein Bösewicht, der mitmischen will. Man kann ihm nur viel Sinn wünschen. Hey, sogar Broccoli Guy sagt hin und wieder mal das Gleiche. Das ist kein Grund, sich aufzuregen. Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Es ist nicht einfach, so chillig zu sein und genauso schwierig, immer etwas Originelles zu sagen. Also sage ich einfach alte Sachen. Oh, das war bestimmt nicht schön, überhaupt nicht. Sky Chief bereit. Das Kapitel wäre beendet. Oh, da sucht aber jemand wirklich einen Kampf. Ich kann es in seinen Augen sehen, Broccoli Guy. Er hat einfach diesen Blick. Ja. Oh, wow, Chill Bill. Das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Es muss unheimlich wehtun, von so einem Riesenkerl getroffen zu werden. Da hat es richtig gescheppert. Wer will noch mal, hä? Dran zu bleiben, Sportfans, da ist gerade ein ernstzunehmender Gegner in den Ring gestiegen. Luft, oh, das ist toll. Okay, Chill Bill, ich setze 50 Quattnose. Stufenaufstieg. Oh, ich verstehe. Der Skylander ist aufgestiegen. Ich hatte ganz vergessen, dass er geht. Oh, der Geist ist sprachlos. Oh, das gibt blaue Flecken.
Kerl hier raus. Genau das denken die Skylander wahrscheinlich auch gerade. Sky Chi Kraft bereit. Sky Chi Zusammenstoß. Wer will nochmal, hä? Oh ja, das ist jetzt genau das Richtige. Und der Captain geht von Bord. Vogelattacke! Und tschüss. Pech gehabt. Perfekt. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Schließlich, oder? Und jetzt mit einem Kampfgewicht von 200 Kilo, dieser Typ. Das tatsächliche Gewicht kann abweichen. Sehen wir uns den Laborbefund an. Ach nein, das sind ja meine Werte. Nicht schlecht. Du Klone! Da schluckt noch einer Staub und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Oh ja! Sky Chi-Kopf bereit! Die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt Erntezeit. Kurbeln wir das Sky Chi an! Der Eingriff verlief gut! Mehr Gegner für den Skylander und das bedeutet mehr Probleme. So einfach ist das. Oh, jetzt
Jetzt ist vielleicht ein guter Moment, um Broccoli Guy einzuwechseln. Oh, Moment, das war ein total anderes Spiel. Vergiss es. Irgendwann gibt es einfach nichts Neues mehr dazu zu sagen, wenn jemand seinen Gegner besiegt. Der Zeitpunkt ist jetzt erreicht. Sky Chica bereit. Essen ist die beste Medizin. Und Lachen, aber vor allem Essen. Jawohl! Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Traum einer Chance. Proben wir das Sky-Chi an! Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. So richtig sein Fett weggekriegt. Mal wer da ist, Broccoli Guy. Ein brandneuer und schlagkräftiger Gegner. Bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig er wirklich ist. Ich glaube, ich muss jetzt wieder ein paar Klassiker benutzen, die ich als Kommentator schon mal gesagt habe. Der ist erledigt. Oh ja. Ja, Hochmut kommt eben vor den Fall. Moment. Wo war denn der Hochmut eigentlich? Sky Chi-Kopf bereit! Proben wir das Sky Chi an! Der Eingriff verlief gut! Während wir auf die nächste Runde warten, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Halt, nein! Anscheinend geht es schon weiter! Ja, das war's dann wohl. Jetzt gilt's dran zu bleiben, Sportfans. Da ist gerade ein ernstzunehmender Gegner in den Ring gestiegen. Auf Wiedersehen. Cool. Hier ist Chill Bill, der Kampfkommentator, der nichts mehr zu sagen hat und sich deswegen wiederholt. Ich fange schon jetzt damit an. Okay, Chill Bill, ich setze 50 Quattros auf den Neuling. Sky Chi-Kopf bereit. Mehr Gegner für den Skylander und das bedeutet mehr Probleme. So einfach ist das. Oh, einfach unglaublich. Oh, wow, Chill Bill, das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Oh, das war bestimmt nicht schön, überhaupt nicht. Klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Oh, jetzt legen die Bösewichte aber richtig los, Chill Bill. Ja, sie sind echt am Drücker. Und sie drücken ab. Immer wieder. Das drückt auf die Stimmung. Dein Chi-Kopf
bereit. Schaff den Riesenkerl hier raus. Genau das denken die Skylander wahrscheinlich auch gerade. Hoben wir das Skyti an. Hat aber jemand so richtig sein Fett weggekriegt. Der Eingriff verlief gut. Diese Schmiere ist für dich. Oh, da sucht aber jemand wirklich einen Kampf. Ich kann es in seinen Augen sehen, Ruffly Guy. Er hat einfach diesen Blick. Der Eingriff verlief gut. Oh oh, das könnte richtig Ärger für die Skylander bedeuten. Unheimlich wehtun, von so einem Riesenkerl getroffen zu werden. Da hat es richtig gescheppert. Oh ja. Ja, unser Gegner ist erledigt. Der gute Alte. Wie war noch dein Name? Das ist genau der Grund, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr gegen die Skyner verkämpfen muss. Ruckeliger ist sprachlos. Sky Cheekop bereit. Ja, das war's dann wohl. Du Klone! Diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Hoben wir das Tai-Chi an! Der Eingriff verlief gut. Wenn ich in der Haut des Skylanders stecken würde, würde ich mich eindeutig sehr gerne nicht mehr so treffen lassen. Das ist ja zum Aus der Haut fahren.
Kapitel wäre beendet. Angespielt. Oh, der Skylander mäht die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt ein ernstes Zeichen. Und noch ein Bösewicht, der mitmischen will. Man kann ihm nur viel Glück wünschen. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Und der Captain geht von Bord. Kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe, aber mir fällt einfach nichts Neues mehr ein, was ich sagen könnte. Das war ausgezeichnet. Ich habe gelacht, geweint und war richtig beeindruckt. Gut, dass du damit aufgehört hast, denn das Lachen und Weinen war irgendwie ein bisschen unheimlich. Trotzdem ein toller Sieg für die Skylander. Skylander, das war einfach großartig. Und ich meine das im positiven Sinn. Wobei, gibt es überhaupt einen negativen Sinn? Ach, egal, das war auf jeden Fall gut. Hey, und hier ist eine Belohnung für die harte Arbeit. Neue Kopfbedeckung.